Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch den Panasonic Design Trimmer. Ja Leute, wenn ihr jetzt da draußen neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren klicken würdet und Teil meiner YouTube-Community werdet. Ihr könnt gerne auch die Glocke anmachen, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ich habe auch Instagram, dort gibt es mehr private Sachen von mir, also dort könnt ihr mir gerne auch folgen. So, starten wir jetzt aber mit dem Test des Panasonic Design Trimmers. Wie bin ich überhaupt auf den Design-Trimmer gekommen? Wie bin ich überhaupt auf den Design-Trimmer gekommen? Also erstmal habe ich gehört, dass der Design-Trimmer sehr, sehr gut sein soll. Und aus dem Grund habe ich gedacht, hey komm, den knöpfe ich mir jetzt mal vor. Und zudem habe ich dazu gehört, dass der Design-Trimmer ähnlich wie der Philips Blade Pro nur einen einzigen Aufsatz hat. Und das finde ich persönlich immer sehr interessant vom Handling her, weil ich bin kein Fan davon, irgendwie zigtausend Aufsätze zu benutzen, sondern ich finde es viel, viel einfacher, wenn man einen Aufsatz hat und der verstellbar ist und dann hat man im Prinzip einen Aufsatz für jede Rasur. Und zudem, der Design-Trimmer habe ich so vorher bei einem Rasierer noch nie gesehen. Er hat eine L-Form, also er geht nach oben und dann biegt er so ein Stückchen ab, werdet ihr gleich nochmal im Detail sehen. Zudem hat er eine japanische Rasiertechnik. War mir vorher auch noch nicht bekannt, ja, aber das ist mir direkt ins Auge gefallen, als ich die Verpackung bekommen habe. Oh, apropos Verpackung. Die Verpackung ist echt sehr gut geworden. Als ich das Paket ausgepackt habe, habe ich erstmal gedacht, so, wow, was kommt für ein Riesenpaket hier an? Weil für einen Rasiertrimmer oder für einen Barttrimmer ist das echt eine sehr große Verpackung. Ja, schaut es euch mal an. Was mir da direkt aufgefallen ist, japanische Rasiertechnik. So, ich war leider noch nicht in Japan, ich kann es nicht sagen, ich muss unbedingt mal nach Tokio hin, aber anscheinend muss das Ganze ja was Besonderes sein und aus dem Grund habe ich mir das Ding jetzt mal vorgenommen. So, und ich möchte jetzt nicht lange weiter um den heißen Brei herumschnacken, sondern packen wir das Ding jetzt erstmal als allererstes aus. So, was ist im Lieferumfang alles enthalten? Zuallererst natürlich der Rasierer, der Panasonic Design Trimmer. Und bei dem Rasierer fällt, wie ich eben schon erwähnt habe, auf, dass der Rasierer eine L-Form hat. Ja, wenn man den Rasierer in der Hand hält, dann sieht man, okay, es knickt oben ein bisschen ab. Und das habe ich persönlich bei einem Rasierer noch nie so gesehen. Sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es bei der Rasur nachher funktionieren wird mit dieser L-Form. Und auf dem Rasierer ist schon ein Aufsatz drauf, also eine Klinge, die man nicht abmachen kann, sondern die ist da standardmäßig drauf und die bleibt auch da drauf. Und zusätzlich kommt zu dem Rasierer noch ein Aufsatz mit dazu. Und dieser Aufsatz, der ist verstellbar zwischen 0,5 mm und 10 mm. Und das ist auch wirklich der einzige Aufsatz, der mit dabei ist. Wie ich finde, sehr, sehr gut. Wenn man nur einen Aufsatz hat, dann kann man wirklich jede Rasur damit machen. Und man muss nicht irgendwie zigtausend Aufsätze mit rumschleppen. Also von Handling her finde ich das immer sehr, sehr positiv. Und neben dem Aufsatz kommt natürlich das Ladegerät mit dazu und ein kleiner Pinsel zum Saubermachen und zudem noch ein kleines Fläschchen mit Öl. So, und das war es auch eigentlich schon. Das ist eigentlich der komplette Lieferumfang von dem Panasonic Design Trimmer. So, ich bin ja ein Fan davon, von minimalistischen Sachen. Lustigerweise ist mir das hier auch aufgefallen. Also, man kriegt wirklich eine riesengroße Verpackung und am Ende des Tages ist gar nicht so viel da drin. Ja, das ist bei den Apple-Produkten ja auch oft der Fall. Ich persönlich bin ein Fan davon, wenn man diesen Rasierer nach Hause geschickt bekommt und man fühlt die Verpackung und man schaut sich zum ersten Mal an, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man was sehr, sehr Hochwertiges in der Hand hat. Naja, long story short, ich würde vorschlagen, nachdem wir das Ding jetzt mal ausgepackt haben, kommen wir zu den Features des Rasierers. Also als allererstes, ja, die japanische Rasiertechnik habe ich eben schon erwähnt. In einer Stunde ist das Ding voll geladen, gut, man kann 50 Minuten durchgehend rasieren, auch toll. Das sind alles so Features, weißt du, das finde ich gar nicht mehr so relevant, weil das ist eigentlich heute so Standard oder dass man das unter Wasser abwaschen kann. Ich meine, das sind alles so Standarddinge. Was aber allerdings cool ist, muss ich sagen, wenn der Rasierer mal komplett leer ist, dann kann man den Rasierer anschließen ans Ladegerät und zudem, während der Rasierer am Ladegerät angeschlossen ist, mit dem Rasierer rasieren. Das haben nicht ganz so viele Rasierer. Meistens ist da die, keine Ahnung, die Connection dann irgendwie unterbrochen. Dann kann man, wenn das am Ladegerät angeschlossen ist, mit dem Rasierer nicht benutzen. Dann muss man erst warten. Aber das ist bei diesem hier nicht der Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich mich mit dem Rasierer rasiert habe. Ich hatte jetzt noch nicht ganz so einen riesenlangen Bart und aus dem Grund habe ich einfach mal den Rasierer auf 3,5 mm eingestellt. So, und dann habe ich nämlich einfach überall erstmal mit dem Rasierer rasiert und für mich war es auch erstmal ungewohnt, muss ich sagen, als ich den Rasierer in der Hand hatte, weil der schon viel, viel größer ist.
Ja? Und zudem, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der sieht so aus wie so ein Eisportionierer. Ja? Aber ich habe mich dann erstmal überall rasiert mit den 3,5 bzw. 3 mm und habe dann einfach erstmal großflächig rasiert. Und ich musste sagen, auf den großen Flächen, heißt auf den Wangen oder am Hals, da kann man wirklich mit dieser L-Form sehr gut rasieren. Also dieses Hoch-Runter, ja, wie so ein Eisportionierer, ja, trifft es, glaube ich, ganz gut. Damit kann man echt gut rasieren, vor allen Dingen auch in beide Richtungen. Also da kann ich einfach mal schon mal einen Daumen hoch geben an dieser Stelle. Das ist echt gelungen. So, nachdem ich dann mit 3,5 mm mich überall rasiert habe, bin ich dann rüber auf 0,5 mm. Ja, dann habe ich den Rasierer auf 0,5 mm gestellt und habe dann unten an meinem Halsbereich so ein bisschen sauber gemacht. Und da muss ich sagen, hatte ich schon ein bisschen das Problem, vielleicht ist 0,5 mm einfach auch schon zu kurz für den Aufsatz. Aber gut, ich habe mich einfach mal dran probiert. Es ging dann auch ein bisschen was weg. Nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, aber ich habe dann auch ganz schnell umgeswitcht auf ohne Aufsatz. Ich habe den Aufsatz dann auch irgendwann abgenommen und habe einfach mit der Klinge an sich rasiert, also die da standardmäßig drauf ist und die man auch nicht wechseln kann oder muss. Und damit habe ich dann meine Konturen gemacht, habe ich meinen Hals noch ein bisschen weiter sauber gemacht und natürlich auch die Feinheiten an den Lippen oder am Kinn gemacht. Und auch natürlich hier an der Seite diesen Cut hier reingemacht. Das ging ganz gut damit. Allerdings muss ich sagen, an den Lippen, da hatte ich ein bisschen meine Schwierigkeiten. Und ich habe dann an dieser Stelle gedacht so, hä, krass, warum ist das so schwer, meine Konturen mit dem Rasierer zu rasieren? Da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt meine Philips Blade Pro dazu holen und gucken, wie das von der Größe her ist. Und habe ich die miteinander verglichen. Von der Größe her sind die Klingen wirklich identisch, ja. Aber bei dem Panasonic Design Trimmer kann man in beide Richtungen, also nach oben als auch nach unten rasieren, auch wenn man den Aufsatz drauf hat. Und beim Philips Blade Pro kann man das zum Beispiel kann man nur nach oben rasieren, ja? Beziehungsweise in eine Richtung rasieren. Ich glaube, das macht auch den kleinen und feinen Unterschied, weil der ist ein bisschen größer, ein bisschen robuster, der Design Trimmer, und der Philips Blade Pro ist einfach ein bisschen kleiner und schmaler, da kann man halt einfach auch feiner mit rasieren. All in all muss ich sagen, bin ich mit der Rasur eigentlich schon ganz zufrieden. Zufrieden ist, glaube ich, oder befriedigend ist, glaube ich, an dieser Stelle das passende Stichwort. Also ich bin jetzt nicht irgendwie hin und weg gerissen, bin jetzt auch nicht vom Hocker gefallen vom Design-Trimmer, aber ich würde vorschlagen, lass uns direkt mal zum Rating kommen. Ja, zu der Rasur, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin nicht irgendwie vom Hocker gefallen, sondern der Rasierer ist okay, die Rasur ist in Ordnung geworden. Gerade bei den großen Flächen, da konnte man sehr gut mit dem Trimmer rasieren. Allerdings in den kleinen Ecken finde ich es ein bisschen schwierig. Für mich war es auch ungewohnt, diese L-Form in der Hand zu haben. Ja? Einfach mal generell ungewohnt. Ich glaube, wenn man sich ein paar Mal damit rasiert hat, dann gewöhnt man sich da relativ schnell dran. Aber für mich war es als erstes Mal ein bisschen ungewohnt. All in all gebe ich an dieser Stelle für die Rasur 3 von 5 Punkten. Kommen wir zum Handling. Also der Rasierer ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Eisportionierer, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, und ist auch ein bisschen robuster, liegt aber sehr gut in der Hand und man hat auch ein sehr gutes Gefühl in der Hand. Und, ja, was ich ganz, ganz wichtig finde, man hat nicht so viele Aufsätze. Es ist sehr überschaubar und man kriegt eine Rasur hin mit einem Aufsatz. Man kann den kompletten Aufsatz verstellen in verschiedene Richtungen und deshalb gibt es an dieser Stelle für das Handling von mir 4 von 5 Punkte. Kommen wir zur Qualität des Produktes. Wie ich ganz am Anfang schon gesagt hatte, also ich fand, als der Rasierer angekommen ist bei mir, habe ich gedacht so, wow, krass, was für ein Rasierer kommt mir jetzt denn da um die Ecke, weil die Verpackung ist schon sehr, sehr hochwertig gemacht. Das Design drumherum um den Rasierer ist echt gut und man hat auch das Gefühl, man kriegt keinen Billigrasierer, sondern einen sehr gut qualitativ hochwertigen Rasierer. Das merkt man auch, wenn man den Aufsatz drauf macht oder wenn man den Rasierer selbst in der Hand hat. Das ist schon ein bisschen hochwertiger und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, ihr müsst einfach selber mal testen, das Ding. Also, Link packe ich natürlich wie immer auch in die Infobox rein. Also, falls sich irgendjemand von euch für den Rasierer interessiert, checkt das Produkt einfach mal auf Amazon ab, kann man sich da bestellen. Ja, also von der Qualität her muss ich sagen, finde ich das gelungen, ja. Also besser als bei anderen Barttrimmern. Da würde ich einfach mal auch einen Pluspunkt geben an dieser Stelle. Und aus dem Grund gibt es an dieser Stelle von mir für die Qualität 4 von 5 Punkten. Kommen wir zum Preis. Ja, der Preis ist wie immer heiß. So, der Preis ist heiß, Leute, zum Preis, ich kann so viel sagen, ich habe den Design-Trimmer für 49 Euro bekommen, anstatt 100. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, den Link packe ich unten in die Infobox rein zum Produkt. Den gab es auch bei Amazon für 49 Euro statt 100 Euro. Ich weiß nicht, ob der irgendwie runtergesetzt war oder ob es irgendwas, irgendwie eine Sonderspecial-Woche war, warum ich den Rasierer so günstig bekommen habe. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis für dieses Produkt muss ich sagen, ein sehr guter Preis. Also von der Qualität her, wie gesagt, hat man das Gefühl,
Gefühl, dass man was Hochwertiges bekommt und dafür nur 50 Euro zahlen muss, finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr fairer Preis und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aus dem Grund gibt es an dieser Stelle von mir für den Preis 4 von 5 Punkten, denn man hat wirklich was für sein Geld bekommen. All in all kommen wir zu dem Gesamtrating von 14 von 20 Punkten. Also da muss man sagen, hat der Rasierer all in all ganz gut abgeschnitten. Ich persönlich muss allerdings an dieser Stelle sagen, dass der Rasierer für mich nicht besser ist als der Philips Blade Pro. Der Philips Blade Pro hat so ein paar kleine, aber feine Features, die ich persönlich besser finde, weil der Rasierer kleiner ist, weil er zum Beispiel auch eine Akkuanzeige hat mit Prozent und weil man auch besser in die Ecken reinkommt. Aber nichtsdestotrotz ist der Rasierer all in all ein gutes Produkt. Man kriegt sehr viel für sein Geld, von der Qualität her sehr hochwertig. Von daher kann ich den Rasierer auf jeden Fall an dieser Stelle empfehlen. Ja Leute, wenn euch das Produkt gefällt, könnt ihr es mal abchecken auf Amazon. Link packe ich unten in die Infobox rein. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst mir gerne einen Daumen da oder schreibt einen Comment. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil meiner YouTube-Community werdet. Abonniert einfach meinen Kanal, es ist kostenlos und ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. So, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin, macht's gut, ciao. We'll be right back.